Hallo, meine lieben Freunde der guten Unterhaltung. Da sind wir wieder in unserem schönen Ebelsbach. Ja, schön in Ebelsbach wird hier alles betoniert, gepflastert, geteert, alles weggeätzt, damit ihr hier einen schönen Hof kriegt. Nee, Quark, das wird alles schön werden hier, hoffe ich. Ja. Wir haben schon mal so weit aufgenommen hier, der neue Bürgermeister und ich. Und ja. Unsere Wünsche sind alle durchgegeben worden. Wir werden sehen. Ja, wie gesagt, der Bürgermeister, ich werde da versuchen mit dem Ackstein. Ja, genau, mit dem Herrn Ackstein. Ich denke Oder mal, da zumindest heißt Baufirma die Ackstein. Firma Ich weiß heißt so, nicht. genau. Ich denke mal, der hatte mit mir geredet, hieß der Ackstein. Keine Ahnung. Ja, es war auch schon spät. Und der Whisky hat wieder so gut geschmeckt. Deshalb, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, dann werde ich mit ihm irgendwie reden und dann, ja, vielleicht telefonisch und dann schauen wir mal. Weil er ist ja aus Geiselsberg. Ich weiß nicht, ob der ewig hier hin und her pendelt oder was, keine Ahnung. Müssen wir erklären, wie wir das am Ja, besten ich machen. weiß nicht, macht der alle Bauanträge, die hier mittlerweile auf der Das war, bei ja. der Gemeinde eingegangen sind oder bei der Ich Stadt? Weil denke. dann würde das ja Sinn machen, dass man alle Bauprojekte mal eben mit ihm bespricht, wenn er schon einmal vor Ort ist, ne? Kann nicht immer hin und her pendeln. Ja, wenn er hier am Arbeiten ist, kann er sich die nächste Baustelle anschauen. Ja, genau. Ja. Wenn er dann sowieso einmal vor Ort ist. Genau. Aber wer ist denn noch im Stadtrat hier, Herr? Der Hubertus und der Herr Maurer. Also Sie, diese, also jetzt sind aktuell sind Sie, also du Harald, der Ali, der Maurer, der Hubertus und ich, also fünf Personen Ja, für die Abstimmung. dann sollten wir den Hubertus vielleicht noch dazu holen, ihm das eben noch mal einmal erklären, dann haben wir ja schon mal drei. Ach so, ja, dann ist er schon mal eingeweiht. Ja, das können wir Vielleicht machen. da. Gut, Ja. Würden Sie ihn bitte ich anrufen rufe mal oder? gerade Ah, an. Ja, ich sage Moment. immer Sie. Ja, ist ja Ja, schon beim Du. ist so gewohnt, ne? Ja, das ist Ja, da sind wir dann so gewohnt. schlimm. Wo haben wir den denn? Dann ruft man den mal an, ne? Dann sehen wir Aber da das. Dann wusste sehen ich wir das ja. doch ruckzuck hier. Lalalala. Ja, guten Tag, Holz aus See. Ja, hallo. Sag mal, kannst du mal hier zu deinem Nachbar kommen? Zum Otto oder was? Dann, wir haben hier ein Bauvorhaben, dann können wir schon mal zu dritt abquatschen, dann kann ich den. Die Baufirma Ackerstein einweihen und anrufen, dann braucht er nicht extra dreimal zu kommen und hin und her, da können wir das abstimmen und fertig. Wenn der Maurer dann da ist, dann wird dann Ja. abgestimmt und mit dem Ali und dann ist, wenn auch nicht, dann steht immerhin schon mal 3 zu 2 und dann hat er das Ding durch, fertig. Wir sind hier hinten bei seinem schönen neuen Zelt, was ich letzte Woche erst gekauft habe. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ich komme vorbei gleich. Jo. Jo, wir stehen hier an der Wiese noch. An der schönen kleinen. Jo, bis gleich. Jo, bis gleich. Ist komisch hier. Alles muss weg. Ist doch so ein schönes Zelt, Otto. Was ist denn los mit dem Zelt? Ist doch schön. Ich weiß nicht, was du hast. Nee. Was denn? Bei komisches Zelt. Bei Wind liegt's oben im Busch. Ja, Mit dem Mähdrescher dagegen fahre, bleibt's stehen. du hast doch gesagt gehabt, du willst nicht ortsansässig bleiben. Du willst dich nicht festbinden. Hab ich gedacht, dann kriegst du ein Zelt ohne Haken und dann hast du dich nicht. Kannst umziehen, so oft wie du willst. Ja, wie so ein Obachtloser. Ja, Weiß. genau. Nicht ganz. Du hast ja immer noch einen darüber Kopf. Hier so ein kleines. Wenn man hier durchgeht, kannst du schön durch. Ist doch schön. Ich verstehe dich nicht. Ja, Also ja, der sowieso. Hubertus. Hubertus. Ja, König Guten werden. Tag, Herr Meier. Ja, servus. Holzhaus. Hubertus. Ich bin schon mal per Du mit dem neuen Bürgermeister. Also das ist Hubertus. Hubertus, Harald, Harald, Hubertus. Ja, freut mich, Hubertus. Mich auch. Folgendes. Ihr Otto hat das wunderschöne Zelt, was ich letzte Woche besorgt habe, ist Ja, alles das scheiße, ist aber sagt er. auch ein schönes Zelt. Gell? Und Die jetzt will er, Scheiße. weißt du, was der Dank ist? Undank ist des Menschen Lohn, weißt du? Er hat zu mir gesagt, er will dich nicht festbinden. Da habe ich gesagt, gut, kriegst ein Zelt ohne Haken, dann fliegt er da und zu mal weg, dann kannst du wieder neu hinstellen, bist nicht ortsgebunden, nix, das ist jetzt auch scheiße. Ja genau, kann er umziehen, kann er mal auf sein Feld ziehen. Genau, und hier die Bude ist scheiße, weil keine Fenster sind, bla bla bla. So, jetzt will er hier bauen. Ne, hat schon einen Antrag eingereicht hier, Architekt, bla bla blub. Und jetzt soll, wenn ich das richtig gelesen habe, nochmal, können wir mal hören. Also von hier an hier oben, irgendwie ein bisschen breiter hier, also die Hälfte, da kommt hier ran nochmal. Von hinten der Garage weg. Da hinten kommt ein Feldweg aus seinem Schafstall raus, ne, hinten um die Ecke rum, da der Hebel da drauf kann. Bisschen breit, also so ungefähr wie ich jetzt stehe hier. Und wir schneiden aber vom Akt her geradeaus durch hier. Bis hinten hin zu der Birke. Schneiden wir das einfach Grundstück raus aus dem Ackerbau.
Weißt du, auf dem Landratsamt. Oder wer ist das Ding? Ja, genau. Und dann geht an seinem Silo vorbei, am Zelt, also von hier aus so ein kleiner Rundbogen, an seinem Silo vorbei, unten auf die Hauptstraße wieder. Mahlzeit. Mahlzeit, jupp. Ach, jupp. Und Harald schon gut eingelebt hier, mit dem ersten Auftrag. Ja, ich treibe mein erstes Projekt voran hier, und das ist das... Und wie läuft's? Der Umbau des Hofes des... Ah ja, hatten wir auch schon mal angepeilt, bis unten zur Birke, ja, ich weiß. Genau, so um die Sache. Rum, und das wird dann da hinten rum, also bis zur Straße gehen. Aber... Wo ist denn der Bauernfeind? Der ist am Dreschen. Oh Gott, oh Gott. Will das, dass wir was für ihn bauen, aber er ist nicht da. Ja, das ist ja schon mit den besten Kunden. Es geht ja jetzt nur noch darum, dass wir jetzt schon mal zu dritt wissen, was Sache ist. Wenn jetzt der Ali und der Maurer sagen, nee, dann gibt es trotzdem ja, wenn wir schon zu dritt ja sagen. Naja, und hier soll jetzt so ein Riesenhaus hin, oder was? Nein, nein, das Haus kommt laut Plan... Sehen, wo die Hütte steht, oder nicht? Ja, ja, hier, wo die Hütte steht. Hier soll da laut Plan, also genau weiß ich jetzt nicht, aber hier in die Ecke kommt der Krempel. Also die Hütte kommt weg, oder wie? Die Hütte kommt weg, der Zaun kommt weg, laut Plan, und hier kommt dann so ein Weg hoch. Also hier am Silo vorbei. Ich denke, hier ist ja auch schon das Gefälle abgegangen. Das Silo bleibt aber garantiert, ne? Weil sonst wird das Silo ja bleibt, ja. Also ich gehe jetzt mal grob so die Strecke ab, wie ich das laut Plan jetzt sehe. So, ich gucke mal im Plan, ich gehe jetzt hier hoch. Dann kommt die, also hier ist jetzt die Straße, wo ich jetzt gehe, kommt eine Straße hin. Also befestigte Weg, Straße, keine Ahnung. Ja. Dann am Haus vorbei. Und dann in einer Kurve, ganz leichte Kurve, bis hier vor die Halle. So. Ich hoffe, dass ich so einigermaßen gegangen bin, wie die Straße dann kommt. Ne? Und hier wird dann befestigt bis zur Halle, damit er da einen ausfahren kann. Mhm. Und hier laut Plan... Also das geht dann hier geradeaus durch, bis hinten hin, wo der Glas jetzt steht, hier der Ladewagen. Und hier kann er ja aus seinem Schafstall rausfahren, ne? Seht ihr das hier? Da. Und aha, da, also soll hier auch noch ein Weg hin quasi. Hier kommt, laut Plan kann er dann hier direkt rechts rum. Auch so, aber nur so ein Feldweg hier wahrscheinlich. Hier, so, ich wollte gerade sagen, wo geht hier dieser Feldweg hin? Der geht einfach nur aufs Feld, oder was? Der geht auf die Wiese, ne? Genau. Also so ein Weg wie jetzt hier. Also es steht nicht drin, mit dem Plan befestigt. Also... Hier geht's raus und dann geht's hier so einen Bogen, dann hier auf den Hof. Dass er hier wir sollten das, Olaf, müssen wir aufpassen, dass das Landschaftsbild schon entsprechen. Also wirklich alles zu betonieren, das wäre ich. Nein, nein, deshalb habe ich auch gesagt, dass hier wird doch nichts rausgeholt aus dem Grund, aus dem Ackerland. Das ist ja dann nicht befestigt, dass wenn er soll hier Kieskrempel hinmachen, da der Winter fahren kann drauf und dann wird einfach nur rumgedreht und vorne hin fertig. Ja. Also hier kommt kein Beton und nichts hin. Das ist doch sehr gut. Ja, das hört sich echt gut an, ja. Genau, und hier geht dann halt eben der Feldweg. Irgendwo kommt er hier wieder dran, da wird er hier wieder auf seine befestigte Fläche kommt und hier wieder in seinen Schuppen kommt. Aber auch hier vom Schuppen wieder auf die Straße. Naja, hoffentlich hat er dann mal mehr Stellfläche und braucht nicht seine Kipper alle auf die Wiese stellen. Ja, dann ist ja auch, guckt er das mal an, das sieht aus wie ein Freiluftschuppen hier. Ja, ist echt so. Durcheinander überall, hier steht überall was rum. Wie seine Schwester hier war, da war das so ein ordentlicher Hof hier. Das ist, guck mal, der Schlepper steht da unten. Naja, das ist mein Schlepper jetzt, ne? Ach so, stimmt, ja. Aber ist. Aber der da hinten, da steht auch wieder einer hinten da, guck da, du guckst, hier da ganz hinten. Wo? Ja, klar ist der da hinten. Steht. Guck mal da durch die Häuser. Da, wo der Meier gerade hinläuft. Ja, da steht nur noch einer, siehst du? Ja, so geht das hier die ganze Zeit. Also die Schwester hat das ein bisschen besser im Griff gehabt, nicht sagen wir das. Ja. So. Seine Schafe, hat er die denn im Griff? Ja, die produzieren schon mal Wolle, das ist schon mal richtig. Ich wollte gerade sagen, Wolle steht ja schon und hier. Oh Gott, hier könnt ihr auch mal sauber machen, guckt ihr mal an hier. Schon fast ein Fall fürs Tierarzt. Tierschutz oder was? Oh ja, hier hat er Veterinäramt. Also das ja, Stroh hat er ja genug drin, ne? Ja, Stroh schon, aber hier... Hygiene, auch im Kuh. Das ist ja jetzt, das fressen die eh nicht mehr, da kann er eh nicht mitschmeißen, von daher. Ja, sollte man mal drauf achten. Oh, können wir schon mal machen. Was ist drin? Oh, schön, ja. Ja. Eingefroren, die Schafe da, die bewegen sich ja gar nicht. Leben die noch? Ich weiß auch gar nicht. Ja, hier laufen sie. Ob er das überhaupt finanziell gestemmt kriegt hier an? Ich weiß nicht. Oh, hier läuft eins, jo. Stehen drei. Gegend rum. Die dösen einfach rum. So ein paar laufen, schlafen, so ein paar stehen. Schlafen. Oh, guck mal, hier hängt sogar eine mit dem Arsch im Anhänger drin. Komm raus da. Hopp. Lauf.
sowas. Hast du gesehen? Die war auf dem Anhänger hier. Also keine Ziege. Nee, glaube ich nicht. Der ist hier drauf geschissen. Oh, er hat ja schon mal. Guck hier, er hat sich gut produziert hier. Und die hast du ihm hier hingestellt, oder was? Ja, ja, damit er direkt verkaufen kann. So. 1, 2, 3 Stück, siehst du 4 vorne, jo. Läuft doch. Wie kommt er dann mit seinem Trecker hier aus der Wiese wieder raus, ey? Ah, ja, macht den Zaun, ist ja ein Schafzaun, kannst du weg. Ja, ne? Ja, also ich sehe hier dringend einen Handlungsbedarf. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist auch eng hier, das hatte Maurer damals schon gesagt. Er hat ja die nur als Hobby gemacht, ne? Wie er bei dir noch beim LU. Ja, genau. Das ging dann, ne? Er hat als Hobby hier seine paar Schäfchen, da hat sich ja nicht viel aufgehalten. Die kleinen Schuppen hat ja gelangt, die, aber er macht ja jetzt noch einen großen Ackerbau dazu. Und dann ist schon eng hier, ne? Ja, wie gesagt, Olaf, klär das ab. Ja. Sprech mit dem Architekten und dann machen wir einen Vororttermin, weil wir haben noch mehrere Baustellen hier. Genau. Ne, also ich bin da auch für, das könnte man so bauen. Ja. Oh Gott, da gut, dann werde ich den Bauantrag gleich rausschicken. Nur zu deiner Info schon mal, Olaf. Dass das, wenn die Gänge schon mal geht oder in den Gang kommt. Genau, dass der Architekt da Vorbereitungszeit hat und dann. Genau. Dass wir das so schnell wie möglich über die Bühne kriegen. Ja. Da bin ich auch dafür. Ich wollen mal gucken, ob ich den dann, wann ich den erreiche. Dann kann ich ja im Prinzip sagen, wenn er Zeit hat, kann er schon mal anfangen, ne? Oder? Ja, klar. Also hier auf der Baustelle jetzt, ne? Die anderen. Ja, ja, erstmal hier diese Baustelle soll er anfangen und dann schauen wir weiter. Gut, ich versuche den mal zu erreichen dann irgendwann. Ein Bauunternehmer wäre ich jetzt auch gerne, so viel Geld wie der jetzt schiebt, ey. Ich bin mir nicht sicher, ob der überhaupt viel verdient. Ich weiß nicht, wo er das ganze Geld herdienen will. Ich weiß nicht. Naja, wer so große Trecker wie der auch fährt, ey. Volle Produktion ist wahrscheinlich viel Geld zu machen, Olaf. Und so. Oder er hat irgendwo anders seine Sponsoren. Wo kommt die Kohle her? Was für Kohle? Naja, was du hier als Bau willst. Ein bisschen kommt von dir. Ich habe Weizen, den kann. Achso, okay. Ja, das können wir machen. Also die Kohle hast du schon mal sicher. Tja. Ja, ich habe gute Rente. Ah! Rente kriegt er auch schon. Da kommt der Hase her. Alles klar. Rente hat er. Dann wird das natürlich schon interessant. Ja, die Sache, dann ist das hier nur Nebenerwerb so ein bisschen für dich, wa? So Freizeitgestaltung. Hobby. Ich kann ja nicht mehr so, was das. Ja. Aber das ist ja schon eine ganz andere Perspektive, ne? Das sieht ja schon ganz anders aus. Ja. Also ich würde sagen, dann machen wir das so, oder? Gibt's noch Fragen, ja. Otto? Irgendwas? Warte mal, bis ich aus dem Krankenhaus wieder da bin. Das alles besser. Machst du auch noch? Wann gehst du denn dahin? Weiß ich noch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn hier gebaut wird, dann muss schon da sein, ne? So, klar, vor allen Dingen, wenn die Feuerwehr da ist, Olaf, muss da auf jeden Fall ein Rettungsdienst da rein, ne? So hier Notarzt und so, Standort, das werde ich auch alles mit beantragen. Ja. Dass wir da auf der sicheren Seite sind. Wer kann denn die Rettung? Machst du das auch? Ja, ich mach das. Also ich habe das mal gemacht, bevor ich zu Ludwig. Ludwig auf den Hof gegangen bin, ja. Hm. Da bin ich mal hauptberuflich Rettungsdienst gefahren. Ach so, okay. Oh, da haben wir ja alles vor Ort, da ist ja noch besser. Ja. Und deswegen bietet sich das eigentlich an, ne? Ja, das bietet sich wirklich an. Zumindest so eine Nothilfe. Also wir brauchen jetzt kein Krankenhaus hier, aber. Zumindest, dass wir erste Hilfe leisten können, ne? Ja, dass wir jetzt hier Hubschrauber ankriegen können und so. Ne, das ist gut. Ja. Das läuft. Das finde ich gut. Gut, meine Herren. Dann würde ich sagen, ich fahre ins Büro, unterschreibe den Antrag, schicke ihn raus. Mhm. Olaf, du kümmerst dich. Ich rufe den... Wie heißt der? Aschkönig? Ne. Ackerstein. Ackerstein. Ruf ihn an. Hört sich doch gut an. Genau. Also, ich sage dann Bescheid, dass er die Pläne so weit durch sind und dann, dass er anfangen kann. Genau. So machen wir. Soll ich dann aber wohl zum Moment melden irgendwann. Der kann ja mit dir erstmal Kontakt aufnehmen, wenn du da Kontakt hast, dann ja, ist ja jetzt kannst egal, du mich ja unterrichten. Wenn jetzt die anderen zwei Nee sagen, sie sind eh überstimmt. Also von daher brauchen wir mit zu warten, bis die da sind. Nein. Ja, und der Bauer, der wird jetzt auch nicht Nein sagen, weil er versteht ja die Lage. Er hat das ja damals ja auch gesehen. Der Maurer, also, ja. Genau. Ja. Nee, also gut. Ich muss aber auch jetzt weiter, ne? Du weißt ja, Druck, ne? Alles klar, okay, gut. Machen wir so. Bis dann. Ciao. Hubert, mach's gut. Hubertus, hau rein. Otto. Ja. Hallo. Gibt's noch was? Fragen? Irgendwas? Nee, kannst du dir mal den Weizen angucken, das bist. Den Weizen angucken? Ja. Gut, ihr braucht mich ja hier nicht mehr. Ich fahr schon mal ins Büro, ne? Das können wir machen, ja. Dann schönen Tag euch beiden noch. Alles klar, machen wir.
Das hinten raus. Sicher. Okay. Gut, meine lieben Freunde, wenn euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Wenn ihr wisst, wie es weitergeht, mit dem Otto, mit seinem Weizen, mit seinem Baustell, dann müsst ihr in die nächste Folge schauen. Wenn ihr mir ins Labern wollt, kommt auf unseren Teamspeak. Die Nummer dazu steht in der Videobeschreibung. Und dann können wir das labern, ne? Bis dahin, haut rein. Tschüss.